Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video widmen wir uns dem Thema Empathen und Narzissten, beziehungsweise wie man Empathen und Narzissten aus einer spirituellen Perspektive aus betrachten kann. Jetzt ist es ja so, dass im Internet zahllose Videos über das Thema Empathen und Narzissten kursieren, beziehungsweise wie man sich als Empath vor einem Narzissten schützen kann, beziehungsweise über verschiedene Kommunikationsstrategien, wie man Probleme aus dem Weg räumen kann. Und in diesem Video möchte ich da mal eine Gegendarstellung zu dem Thema liefern. Und das Ganze eben mal aus einer spirituellen Perspektive betrachten. Also wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Es ist ja so, dass viele empathische Menschen sich beklagen, dass sie immer und immer wieder an einen oder eine Narzissten oder Narzisstin geraten. Und ja, auch wenn sie es dann halt schaffen, sich dann aus der Beziehung irgendwann wieder zu befreien, dass sie halt immer und immer wieder an Menschen geraten, die dann eben wieder die gleichen Attribute aufweisen. Also, dass sie dann halt immer und immer wieder an einen Narzissten geraten. So. Und was hat das denn für einen Grund? Also, dass man sich immer und immer wieder den gleichen Typ von Partnern sucht, das ist ja... ja, vielen so bekannt. Das ist ja auch so eine gängige Annahme, dass man einem immer gesagt wird, man sucht sich immer wieder die gleiche Art von Partner. Und sehen wir das doch mal jetzt aus einem spirituellen Kontext so. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Gesetz der Anziehung, das bringt euch immer und immer wieder den gleichen Partner. Weil letztendlich ist ja alles, was in dein Leben tritt, tritt auch aus einem bestimmten Grund in dein Leben, ja? Und jeder Mensch, der in dein Leben tritt, der tritt eben auch aus einem bestimmten Grund in dein Leben. Und wie ist das denn jetzt bei Partnerschaften zu verstehen? Also, es ist so, also davon bin ich fest überzeugt, dass das Universum uns immer mit den Menschen zusammenführt, mit denen es glaubt, dass wir unseren nächsten Entwicklungsschritt und also den nächsten Entwicklungsschritt unserer Seele abschließen können. So, warum kommt es dann so zustande, dass halt besonders empathische Menschen oft in eine Beziehung mit einem narzisstischen Menschen kommen und das halt immer und immer wieder passiert. Und dafür ist meiner Meinung nach der Grund, dass es eben, also das ist das Gesetz der Polarität. So, also wenn man, also wie das Gesetz der Anziehung ist auch das Gesetz der Polarität, eines der hermetischen Gesetze. Und es besagt eben, oder das Gesetz der Polarität oder auch genannt das Gesetz der Entsprechung, dass es für alles, was auf der Welt existiert, auch einen entsprechenden Gegenpol, sprich eine Entsprechung, dass zu allem auch eine Entsprechung besteht. So, jetzt kommen wir der Sache ja schon mal näher, und zwar ist es ja de facto tatsächlich so, dass man es so sagen kann, dass Empathen und Narzissten zwei Polaritäten sind, die sich genau gegenüberstehen. Also wie ist das jetzt gemeint? Also wenn man jetzt bestimmte Attribute sich anschaut, wie zum Beispiel eben die Empathie, da haben wir die Empathie beim Empathen logischerweise, wie der Name schon sagt, sehr stark ausgeprägt, beim Narzissten hingegen nur sehr, sehr wenig, beziehungsweise lebt er diese Empathie nicht bewusst aus. So. Der Narzisst hat wiederum andere Attribute sehr stark ausgeprägt, und zwar ist es halt zum einen das Selbstwertgefühl, kann man nicht unbedingt sagen, aber ich nenne es jetzt erstmal, mir fällt jetzt kein anderes Wort dafür ein, das gelebte Selbstwertgefühl, also das Auftreten
in der Öffentlichkeit. Also das ist das wirkt zumindest beim Narzissten sehr, sehr selbstsicher. Also dass ein Narzisst sucht sich auch oft eine Partnerin oder eine Narzisstin, einen Partner, mit der sie ja in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft halt sehr gut ankommt. Also der Partner wird halt, Partner oder Partnerin werden halt oft als ja eine Art Statussymbol gesehen so, und dieses Auftreten in der Öffentlichkeit, also diese Fähigkeit dazu, die ist bei den Narzissten meistens sehr stark ausgeprägt, bei den Empathen eben halt wieder sehr wenig dementsprechend, ne? Also die Empathen sind halt oft in öffentlichen Situationen schnell überfordert, sehr schnell reizüberflutet, sie fühlen sich eher wohl, wenn sie sich in kleinen Kreisen treffen mit Freunden, also mit dass soziale Interaktionen mit mehr als 2-3 Menschen halt sehr schnell überfordernd wirken und sie somit sehr schnell reizüberflutet sind, während Narzissten diese Gegebenheiten wesentlich besser handeln können. So, und das jetzt mal so als Beispiele, also aufgezeigt, also wo Empathen, also es ist meistens halt so, oder es ist zum größten Teil so, dass Empathen halt in den Attributen, die bei dem Narzissten sehr stark ausgeprägt sind, die sind bei Empathen halt sehr schwach ausgeprägt und umgekehrt. Also wenn es jetzt halt um soziale Empathie, soziale Intelligenz und so weiter geht, das ist halt meistens bei den Empathen stärker ausgeprägt und dementsprechend bei den Narzissten als Gegenpol ein wenig weniger oder sehr viel weniger. Jetzt kann man sich ja mal aus spiritueller Sicht die Frage stellen, warum Empathen so oft auf einen Narzissten hereinfallen, so wie andere Videos das halt oft beschreiben, oder warum Narzissten sich halt einen Empathen eben suchen. Und das ist halt eben, das liegt halt meiner Ansicht nach, meines Empfindens nach, an dem Gesetz der Anziehung und an dem Gesetz der Entsprechung beziehungsweise dem Gesetz der Polarität, weil man sucht sich oder das Universum sucht einem halt immer einen Partner, der es einem ermöglicht, die eigenen Schwächen, nenne ich es jetzt mal, auszugleichen, beziehungsweise der es einem ermöglicht, sich mit seinen Schwächen oder mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen und damit dann eben zu wachsen. Und wenn wir das Ganze mal aus einer solchen Perspektive betrachten, dann ergibt sich natürlich schon mal ein ganz anderer Ansatzpunkt im Umgang miteinander. So, ja? Also, und zwar können wir halt hier als empathische Person halt uns einige Sachen vom Narzissten abschauen, und der Narzisst, also als narzisstische Person oder als narzisstischer Mensch, kann man sich auch einige Eigenschaften von dem Empathen eben abschauen. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass man erstmal ein Bewusstsein für den Status quo entwickelt. Also der Empath muss natürlich erstmal für sich selbst herausfinden und auch annehmen, dass er ein Empath ist. Und auch der Narzisst muss für sich herausfinden und annehmen, dass er halt eben ein Narzisst ist, beziehungsweise narzisstische Merkmale aufweist. Also ich bin eigentlich so ein bisschen gegen die Bezeichnung Empath und Narzisst, denn gibt es halt verschiedene Grautöne, verschiedene Facetten. Also niemand ist ganz Empath und ganz Narzisst, sondern man muss es sich immer eher wie eine Skala vorstellen, bei der das absolut Narzisstische auf einer Seite ist und das absolut Empathische auf der anderen Seite, und die Entwicklung, die funktioniert dann halt eben in Zwischenschritten zwischen diesen beiden Polen. Und wenn man das erstmal für sich herausgefunden hat, dann gilt es eben auch, das zu kommunizieren. Jetzt ist mir durchaus bewusst, also das zu kommunizieren in der Partnerschaft, dass man das halt eben festgestellt hat und dass man an diesen Punkten arbeiten möchte. Jetzt ist mir durchaus bewusst, dass insbesondere narzisstische Persönlichkeiten
sehr häufig ein Problem damit haben, kritisiert zu werden, weil es halt eben sehr zu diesem narzisstischen Weltbild bzw. narzisstischen Persönlichkeiten halt passt, dass man ja eigene Fehler und Schwächen sehr weit von sich wegweist bzw. nicht wahrhaben will. Und ja, wenn man halt auf solche hingewiesen wird oder wenn sie auf solche hingewiesen werden, dass sie dann die Schuld oder die Schwäche halt eher beim anderen suchen, so. Deswegen ist es halt, sehr schwierig halt so, also mit narzisstischen Menschen über diese Merkmale über diese Schritte, an denen man arbeiten möchte, das mit Narzissten überhaupt zu kommunizieren. Nichtsdestotrotz gibt es da Möglichkeiten. Also man sollte dieses Thema jetzt natürlich nicht inmitten eines Streites ansprechen, sondern dann halt eben in einem ruhigen Moment, wo die narzisstische Persönlichkeit dann eben auch offen für dieses Thema ist. Und ganz wichtig im Umgang mit Narzissten ist es sowieso, dass man keine Vorwürfe macht, weil narzisstische Persönlichkeiten können sehr schlecht mit Vorwürfen umgehen, also sie können innerlich sehr schlecht damit umgehen, äußerlich jedoch meistens sehr gut, indem sie halt, sie sind sehr oft rhetorisch bewandert und diskutieren dann halt oft so lange, bis man als Empath sich dann eingesteht, obwohl man es nicht wirklich tut, dass man sich halt eingesteht, dass der Fehler halt bei einem selber liegen. Also das ist halt so das Terrain des Narzissten, dass der Narzisst halt immer versucht, die Fehler halt immer bei den anderen zu suchen und immer auf die anderen zu schieben. Und aus diesem Grund macht es halt eben keinen Sinn, dem Narzissten halt aggressive Vorwürfe zu machen, sondern im Umgang mit Narzissten ist es sehr wichtig, dass man immer auf einer emotionalen Ebene bleibt. Also man macht keine Vorwürfe, man sagt zum Beispiel nicht, du bist ein Narzisst oder du bist schuld, dass wir uns immer streiten, du bist schuld, dass ich mich schlecht fühle. Also so kommt man nicht an einen Narzissten ran. Stattdessen müssen wir eben bei uns bleiben und über unsere eigenen Gefühle sprechen. So eine Kommunikationsstrategie wäre dann zum Beispiel zu sagen, du, ich fühle mich in der Beziehung manchmal etwas unwohl. Also es kann sein, dass das nur mein eigener Eindruck ist oder es kann sein, dass ich da auch etwas überinterpretiere, aber ich habe öfters das Gefühl, ich werde in unserer Beziehung nicht so ernst genommen oder meine Meinung zählt irgendwie weniger als deine Meinung. Also wenn man halt sehr auf der emotionalen Ebene bleibt, bei sich selbst, dann hat man eben den Vorteil, dass man nicht das Terrain des Narzissten betritt, sondern halt sehr bei sich selbst bleibt. So, niemand kann gegen deine eigenen Gefühle anargumentieren, denn deine Gefühle sind deine Gefühle. Und die lassen sich halt nicht mit rationalen Fakten und Argumenten und eben den Werkzeugen, denen sich der Narzisst überwiegend bedient, niederdiskutieren. Ja, also das ist halt deine Gefühle sind dein Terrain und auf deinem Terrain bist du sozusagen der Chef. Also da drüber lässt sich im Prinzip nicht streiten. Und das ist halt eben eine sehr gute Kommunikationsstrategie mit Narzissten, wenn man halt eben auf dieser Gefühlsebene bleibt. Und über diese Gefühlsebene kann man dann halt eben auch einleiten, über Beziehungsprobleme zu sprechen oder über Gefühle zu sprechen, wie sich unterschiedliche Charakteristiken in der Polarität zwischen Empath und Narzisst halt eben ausprägen. Und auf diese Weise kann man es halt sozusagen dann halt als Empath auch schaffen, an den Narzissten heranzutreten und ihn dann halt auch möglicherweise zum Denken anregen, dass es da Aspekte in seinem Charakter eben gibt, an denen er halt eben auch noch arbeiten kann. Und wenn man das eben geschafft hat, dann ist es halt möglich, die
die Eigenschaften des Empathen, also dass zum Beispiel dieses sich ständig klein fühlen, sich oft wertlos fühlen, sich oft so ausgeschlossen zu fühlen, dass man diese Eigenschaften eben halt verbessert oder halt in Richtung des Narzissten annähert, in Richtung dieser Selbstsicherheit des Narzissten. Und genauso ist es halt möglich, mit dieser Strategie den Narzissten dazu bewegen, dass er halt eben auch, ne, dadurch, dass man die eigenen Gefühle mehr spiegelt als Empath, sieht der Narzisst es eben auch als Vorbildmodell sozusagen und entwickelt somit auch ein stärkeres Bewusstsein für diesen emotionalen Aspekt. Das ist so das Kernprinzip und das sind so meine Gedanken bzw. mein Eindruck, wie man aus spiritueller Sicht eine Beziehung zwischen Empathen und Narzissten halt nutzen kann, also zur Selbstentwicklung nutzen kann. Jetzt würde mich natürlich mal deine Meinung zu diesem Thema brennend interessieren. Also wenn du dieses Video angeklickt hast, dann ist es ja ziemlich wahrscheinlich, dass du auch ja von ähnlichen Erfahrungen und so weiter ja sprechen kannst. Also höchstwahrscheinlich bist du ein Empath, denn laut meiner Erfahrung schauen Narzissten sich solche Videos eher weniger an. Höchstwahrscheinlich bist du ein Empath und hast so deine eigenen Erfahrungen und Einstellungen zu dem Thema. Schreib mir doch deine Meinung gerne dazu in die Kommentare und wie du diesen Ansatz eben findest, die Situation der Polarität zwischen Empathen und Narzissten als eigene Selbstentwicklungsmöglichkeit zu nutzen, anstatt Narzissten anhand von verschiedenen Kriterien im Vorfeld zu beurteilen und sagen, oh nein, das ist ein Narzisst, da muss man Abstand halten. Es ist ja sehr oft so, oder mittlerweile habe ich das Gefühl, wenn ich auf YouTube nach diesem Thema recherchiere, dass Narzissten sehr oft so als das Böse in Person dargestellt werden, von denen man so um jeden Preis Abstand halten muss. So. Also das ist natürlich nicht der Fall. Also auch Narzissten haben ihre eigenen Themen, die meistens halt auch tief in der Kindheit verankert sind und auch sehr oft mit mangelndem Selbstwert und so weiter zu tun haben. Nur die Umgangsart des Narzissten mit diesen eigenen Themen ist eben etwas anders als beim Empath. Es geht in die entgegengesetzte Richtung. Wobei die Grundthemen, die Themen, die diesem Verhalten zugrunde liegen, eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind wie beim Empathen. Also oft geht es halt auch darum, um mangelndes Selbstwertgefühl, um irgendeine Art und Weise, sich so beweisen zu müssen, sich seinen eigenen Wert beweisen zu müssen, in der Gesellschaft gut anzukommen. Also der Empath flüchtet meistens vor diesem Druck, der sich da aufbaut, und der Narzisst geht eher etwas offensiver damit um. Um das jetzt mal nur so ganz grob zusammenzufassen, schweife ich schon wieder so zu weit ab. Ich wollte eigentlich jetzt das Schlusswort sagen. Genau, schreib mir deine Meinung und deine Erfahrung noch dazu gerne einfach in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich auch immer über ein Like oder ein Abonnement auf diesem Kanal und würde mich ansonsten freuen, dich in einem zukünftigen Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Tschüss.